1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt in den ersten 11 Minuten unter uns und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. So, die erste Anruferin, die ich heute begrüße, die heißt Ines und die ist 36 Jahre. Guten Morgen, Ines. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um das Stoma meiner Mutter. Um einen künstlichen Darmausgang? Richtig, ganz genau. So nennt man das, ne? Ja, ich bin überrascht, dass du dich damit auskennst. Ja. Wie alt ist deine Mama? Meine Mutter ist schon 73, aber... Naja, schon. Ja, gut, schon. Ich meine, mein Problem ist, ich habe immer gedacht, das haben nur alte Leute und ich habe mich mal informiert, so ein bisschen im Internet kundig gemacht. Es gibt auch sogar sehr viele junge Menschen, ja, die das machen. Ja, das weiß ich. Da hatte ich schon einige Gesprächspartner hier. Mhm. Ja, also schade, hätte ich gerne mal gehört, weil für mich das alles Neuland war. Ne? Wie lange hat deine Mutter diesen künstlichen Darmausgang? Jetzt ungefähr 3 Monate. Erst 3 Monate. Mhm. Warum ist es dazu gekommen? Ein Darmtumor. Ja. Ich meine, gut, wir sind alle froh, dass es die Möglichkeiten heute gibt, sonst würde sie nicht mehr leben können. Mhm. Aber es ist schwer. Es ist schon schwer. Ja. Ist deine Mutter bei dir in Pflege? Nee, also sie wohnt bei mir mit im Haus. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal mit zu mir genommen. Ja, und mittlerweile ist es so, dass der Pflegedienst sich hauptsächlich kümmert, aber die kommen halt nur 2-mal am Tag und wenn zwischendurch was ist, dann muss ich mich halt kümmern. Machst du es? Wie, in welchem Zustand ist denn deine Mutter? Sie kann mit Gehhilfe laufen. Und wie ist der geistige Zustand? Der ist komplett da. Der ist komplett da? Der ist komplett da. Und kann mit Gehhilfe laufen? Kann mit Gehhilfe, ja, genau. Das ist eben durch ihr Alter halt auch dementsprechend nicht mehr so. Ja. Nun sagtest du gerade, das ist schon sehr schwer alles. Für mich ist es schwer, Was genau meinst du damit? Am Anfang war sehr viel Ekel. Ist ganz klar, weil es ist nicht normal. Mhm. Es ist alles nicht normal. Und weil man sich vorher nie damit befasst hat und sich nie Gedanken gemacht hat, wie es sein könnte. Was macht denn den Ekel aus? Der Geruch und dann, wo es rauskommt halt, aus dem Bauchraum. Das heißt, du musst das ab und zu mal diesen Beutel, also wir können es ja nochmal erklären, dass man dann an der Seite des Bauches eine Öffnung hat, die ist immer offen. Ja. Und da ist ein künstlicher Beutel rangehängt, ne? Ganz genau, richtig. Und in diesem Beutel fließt dann halt auch der Stuhl. Genau. Ne? Oder, fließt da rein, kann man sagen. Ja, genau. Und dieser Beutel muss halt dann in gewissen Abständen gesäubert werden. Ja, klar. Man kann es ja nicht mehr kontrollieren, der kommt ja von alleine. Mhm. Und dementsprechend muss man den dann halt auch wechseln. Ne? Mhm. Und sie selber kann es nicht. Warum kann sie es nicht? Sie schafft es irgendwo nicht. Von der Motorik her kriegt sie das irgendwo nicht gepackt. Ja, ich weiß nicht. Wie groß ist dieser Beutel? Wie groß mag der sein? Ich sage jetzt mal so groß wie eine Kokosnuss. Ja, genau, ist ein guter Vergleich. Ja, kann man sich gut vorstellen. Mhm, ja. Genau, so diese Größe hat er. Und diese Beutel werden natürlich dann, wenn sie gefüllt sind, komplett weggeschmissen, ne? Ja, genau, aber das Schlimme ist immer, es gibt ja verschiedene Systeme und für jeden Patienten dauert es lange, das richtige System zu finden. Und bei meiner Mutter kommt ja vorher so eine Platte drauf und dann erst der Beutel. Mhm. Und diese Platte hat sich oft gelöst, sodass alles schon mal auch an die Seiten rauskam und dass sie dann da in ihrem Stuhl lag. Ne? Das ist natürlich dann schon... Ich finde es nur halt schrecklich, dass es so ein großes Tabuthema ist. Wobei es ja mit diesen Darmtumoren immer häufiger wird und keiner so richtig drüber sprechen mag. Ne? Und wenn man das Thema anspricht, dann guckt man, also die Leute, man merkt richtig, wie sie sich das Gesicht verziehen. Ja, weil natürlich alle Leute panische Angst davor haben, dass einem selbst immer sowas passiert. Deswegen, ja, natürlich, ganz klar. Ich stelle es mir auch sehr seltsam vor, wenn man... die Mutter, die man vielleicht immer so fit und gesund erlebt hat und plötzlich jetzt doch so angeschlagen vor sich liegen hat. Und man muss dann so auch in diesen extrem intimen Bereich eingreifen. Das ist das Schlimmste am Anfang gewesen. Das war für meine Mutter eine Überwindung, die Hilfe von der Tochter anzunehmen.
und für mich selber auch, dass meine Mutter war früher für mich da, hat mir den Po abgerissen, sag ich mal, und jetzt muss ich ihr helfen. Ne? Vielleicht ist es dann auch für einen alten Menschen oder für einen betroffenen Menschen fast einfacher, einen Pflegedienst, einen anonymen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen dafür, als so einen ganz engen Angehörigen. Ja, klar, ich meine, ich alleine könnte das eh nicht schaffen, das geht gar nicht. Ich habe ja auch noch Kinder, aber... Ich meine, vom Schaffen her ganz abgesehen, ich meine so vom Schamgefühl her. Das ach ist, so, ne? Ja, klar. Das ist richtig, das stimmt. Das merke ich auch, dass sie da viel unbefangener ist. Siehst ganz du? Klar. Ja. Aber die sind ja nicht rund um die Uhr da. Ja. Wie oft kommt es denn vor, dass du diesen Beutel und alles da auch sauber machen musst? Eigentlich fast täglich. Fast täglich, ja. Also es gibt Ausnahmen, ich sage jetzt mal, von 7 Tage die Woche vielleicht 5 Tage. Das heißt, auch wenn alles gut funktioniert mit dem Beutel und der Verschließung, einen üblen Geruch hat es immer, wenn man es austauscht. Immer. Es ist, ist unangenehmer, als wenn ich jetzt ganz normal zur Toilette gehe. Mhm. Besteht denn eigentlich auch die Gefahr, das ist ja nur eine permanente Körperöffnung, dass sich das infiziert? Eine Entzündung war schon da. Das war schon da. Das ist ja auch immer so eine Angst gewesen am Anfang gerade. Ich habe es zwar gelernt, es gibt ja diese Stoma-Schwestern, die bringen einem das bei. Und man hat trotzdem Angst, alles falsch zu machen. Und dann hat sich auch mal was entzündet, wobei es nicht meine Schuld war, Gott sei Dank. Aber die Angst ist immer da, dass man was falsch macht. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ne? Weil man sich halt nicht auskennt. Du seid eher eigentlich auch noch so in der Lernphase, ne? Nach 3 Monaten. Das kann ich dir sagen. Das ist ganz schön heftig. Deswegen habe ich mich auch ganz viel im Internet mal versucht, kundig zu machen. Und habe mit ganz vielen Betroffenen gechattet. Und bin auch in E-Mail-Kontakt. Und die geben einem unheimlich tolle Ratschläge. Und was war denn der wichtigste und interessanteste Ratschlag bislang, den du bekommen hast? Das war mal von einer Frau, die mal in einem Sanitätshaus gearbeitet hat. Die hat mir eine Adressenliste von Firmen gegeben hier in Deutschland, die solche Pflaster und Beutel herstellen, um das richtige System für meine Mutter zu finden. Die habe ich angerufen und angeschrieben. Die haben mir dann Proben geschickt. Und ihr habt jetzt das richtige System gefunden? Ja, dadurch haben wir das richtige gefunden. Genau. Ja. Wie viele Systeme gibt es denn da überhaupt? Ich weiß es nicht. Also wir selber haben, glaube ich, 12 verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Wenn das jetzt richtig sitzt und das der richtige Beutel, der richtige Verschluss, ist es denn dann so, also wenn das richtig sitzt, dass es dann so im normalen Leben tagsüber ist es geruchlos, ne? Ja, wenn der Beutel dicht ist, wenn alles zu ist, man riecht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Das ist nur, ja gut, weiß ich nicht. Alleine schon, wenn ich in ihre Wohnung komme. Man riecht, der Geruch ist immer irgendwo da, vielleicht ist das eine Kopfsache. Mag sein. Ich stelle es mir auch so schwer vor, ich weiß es nicht, deine Mutter kann, ja, so rausgehen kann sie nicht, ne? Oder geht sie auch raus? Sie geht in Begleitung, kann sie rausgehen, ohne weiteres, aber sie möchte nicht mehr, weil sie natürlich, sie geniert sich, sie meint immer, jeder riecht es und jeder sieht es und, das Quatsch ist. Darauf wollte ich gerade hinaus. Sieht man denn das nicht auch so unterm Kleid, unterm Rock, wenn da so ein dicker Beutel ist, wenn er vielleicht zum Beispiel... Wenn er gefüllt ist, dann würde man es schon wahrscheinlich ein bisschen sehen, klar, aber sie trägt jetzt auch schon Sachen, sie hat sich Sachen gekauft, die weiter sind und damit man es halt nicht mehr so sehen kann. Mhm. Und wenn man weite Kleider, dann sieht man es gar nicht. Ich habe neulich mit einem Mediziner gesprochen und der sagte mir, dass er ein seltsames Phänomen seit Jahren schon bemerkt, ein Chirurg war das, dass ein ganz großer Teil von Menschen, die künstliche Darmausgänge bekommen, depressiv werden. Mhm. Ja, stimmt. Merkst du bei deiner Mama da auch irgendwas? Ja. Ja, weil man ja auch jetzt die Hoffnung genommen hat, dass es wieder zurückgelegt werden könnte. Erst hieß, man könnte ihn vielleicht wieder zurücklegen lassen und jetzt sieht es wohl im Moment nicht so aus, dass es so werden könnte. Ne? Mhm. Das war dann immer noch ihre Hoffnung. Jetzt sagte der Arzt, dass es nicht geht und jetzt kommt natürlich dieses Tief. Ne? Fällt sie so ein richtig tiefes Loch und da muss man sie natürlich dann immer wieder mal ein bisschen aufbauen. Wobei das für mich schwer ist, ihr dann immer wieder da hochzuholen, ne? Weil ich selber dann schon gegen die Wand laufe irgendwo. Ja. Ich denke mal, ich will dir helfen, kann es aber irgendwo richtig nicht. Ist schon eine ganz komische Situation. Ist denn durch diesen Eingriff erstmal der Krebs gebannt? Gott sei Dank, ist früh genug alles erkannt worden, klar. Ja. Wie ist das denn eigentlich gelöst, so im Po, im Analbereich? Ist das genauso wie vorher oder muss man das zunähen? Oder ja, das, wenn ich das genau wüsste, da ist nichts mehr. Der Ausgang, also ich sag jetzt mal, das Loch ist zwar noch da, aber der Darm fehlt dort. Der ist einfach weggelegt worden. Ich denke mal, dass da schon irgendwas zugenäht wurde. Ja, das hat man euch nicht so erklärt. Nee, so richtig nicht. Aber davon ab, auf solche Fragen bin ich gar nicht gekommen. Ich habe so vieles gefragt, aber da habe ich gar nicht gefragt. Wobei meine Mutter sagt schon, sie hat manchmal das Gefühl, sie müsste. Aber es kann ja nichts mehr kommen. Das ist vielleicht auch so eine psychische Sache, wie wenn Leute eine Amputation haben, haben sie auch das Gefühl, dass das Bein ist noch da. Richtig, genau, sowas habe ich mir auch schon gedacht. Ich würde gerne noch auf das Thema Ernährung kommen. Das war eine ganz schwere Sache. Das glaube ich. Dass man sich da auch einstellt auf eine besondere Ernährung, dass man vielleicht nicht, dass das nicht ständig da in den Beutel hineinfließt und... Das ist,
Ja, also die Stoma-Schwester hat mir zum Beispiel erklärt, junge, gerade ganz sehr junge Leute, die machen sich alle 2 Tage einen Einlauf selber, und dann warten die 1-2 Stunden, dann kommt der Stuhl und dann können die 2 Tage lang ohne Beutel, nur mit der Platte und einem Verschluss gehen. Also die brauchen keine Angst haben, dass da was kommt. Nur das geht auf den Allgemeinzustand des Körpers. Und wenn ältere Menschen, die können das halt nicht mehr vertragen. Und das muss man auch selber machen, das könnte sie sowieso nicht. Und deswegen müssen wir bei ihr sehr auf die Ernährung achten. Das war bei älteren Menschen, die so ihren gewohntes Essen haben, ist es unheimlich schwer. Das glaube ich. Das unheimlich ich. Schwer. Aber ich merke ja, dass deine Mutter in guten Händen ist, weil sie eine engagierte Tochter hat. Ja, ich wollte es ja auch lernen, weil ich dachte, nee, also ich bin ja sehr ehrgeizig. Ich denke mal, du wirst jetzt damit was konfrontiert, also musst du da jetzt durch. Aber das muss man ja wirklich immer noch so sehen, was für ein Glück das dann ist für ältere Leute, wenn dann engagierte Kinder an der Seite sind. Wie viele alte Menschen gibt es, die alleine sind? Stimmt. Und im Altenheim, wo man sich dann vielleicht nicht so drum kümmert oder nicht so drum kümmern kann auch. Insofern ist das dann das Glück im Unglück. Ne? Ja, ja, meine Mutter hat es ja früher selber erlebt, sie war früher Altenpflegerin. Ach so, dann kennt sie das ja. Ja, klar. Ich meine, sie wusste auch, was auf sie zukommt. Ja. Sie hat ja früher selber Patienten in solchen Situationen gepflegt, ne? Also sie also, schon, ne? Aber wenn man selber betroffen ist, ist das schon scheiße. Ja klar, ja. Schon scheiße. Ich weiß nicht, ob deine Mama mich kennt. Ich habe ihr schon mal von dir erzählt dann, und sie hat dich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Wenn sie nachts nicht schlafen kann, guckt sie dann doch schon mal Dann fern. Würde ich dich sehr herzlich bitten, sie von mir ganz lieb zu grüßen. Mach ich gerne, und danke. Ihr alles Gute zu wünschen. Dankeschön. Und ich fand es auch interessant, dass wir jetzt nochmal hier haben, ausführlich auch in der Sendung nochmal über dieses Thema reden können. Ja, ich auch. Alles Gute, Ines. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir 1.11 Uhr und 30 Sekunden. Im Fernsehen läuft der Vorspann. Wir warten mal jetzt noch ein paar Sekunden. Und dann schaltet sich das Fernsehen dazu und dann machen wir ganz einfach hier weiter. So, ihr lieben Fernsehmenschen draußen im weiten Land, schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir hatten eine kleine Verspätung, bitten das zu entschuldigen und haben hier im Radio bei uns live schon angefangen. Also wir haben heute Nacht, wie immer mittwochs, eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu, ruft an. Das hier ist unsere übliche Telefonnummer, kostenfrei für euch 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Melanie und Melanie ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Melanie. Hallo. Jo, da bist du. Mhm. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um Folgendes. Ich bin jetzt seit knapp 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Kennen tue ich ihn seit 2 Jahren. Ja. Wir sind eigentlich, glaube ich, ich würde sagen, wir sind recht glücklich miteinander. Es gibt halt immer wieder Streitereien. Mhm. Und vor ein paar Monaten haben wir gemeinsam beschlossen, eine offene Beziehung zu führen. Das heißt, dass wir andere Partner haben können. Oh, wie kommt denn so eine Entscheidung? Das kommt daher, weil... Schon nach 1,5 Jahren. Ja, weil er ist halt 20 Jahre älter als ich und wir wollen die Beziehung halt auch auf längerfristige Sicht führen, weil wir halt merken, dass uns was verbindet, was nicht unbedingt jeder Mensch hat. Ja, okay. Ihr wollt es längerfristig führen, er ist 20 Jahre länger. Dadurch entsteht dann nicht unbedingt eine Zwangsläufigkeit zu sagen, wir machen eine offene Beziehung. Das kommt daher, weil ich halt wesentlich jünger bin und auch sage, ich habe nicht viel Erfahrung mit Männern und möchte nicht nach ein paar Jahren hergehen und sagen, Ach so. Hey du, es läuft nicht mehr, ich will einen anderen Partner haben oder ich will andere Männer haben. Ach so, also, dann kommt der Wunsch, der Impuls von dir, das so zu regeln? Dann haben wir uns halt das zusammengesetzt, haben darüber geredet, haben beschlossen, okay, wir machen das so, ich darf andere Partner haben, Partnerinnen, er darf auch andere Frauen haben. Und okay, ich habe das dann auch gemacht, ich hatte Sex mit 2 anderen Männern. Ja. Gleichzeitig oder nacheinander? Nein, nacheinander. Natürlich. 2 auf einmal wäre ein bisschen viel, glaube ich. Naja, manche Frauen mögen das auch. Brauche ich nicht, nein. Ist ein anderes Thema. Okay, und wie war's? Wie hat sich das jetzt wiederum auf die Beziehung ausgewirkt? Es hat sich eigentlich gar nicht ausgewirkt bisher. Also ich habe mich mit ihm auch drüber unterhalten, er hat mich auch gefragt, wie es war, hat mich gefragt, ob das schön war, ob ich damit umgehen kann, ob ich mit diesen Menschen zurechtkomme, es war alles wunderbar. Aber? Dann vor einer Woche war es so, da waren wir in unserer Stammdiskothek, ich bin halt immer mit meinem Freundeskreis da unten, wir feiern halt fast exzessiv unsere Wochenenden, trinken auch viel dabei. Und eine Freundin von mir hat das halt mitbekommen, hat aber nicht mitbekommen, dass ich das nicht möchte, wenn er in meiner Gegenwart ist und auch umgekehrt. Also wenn dein Freund in deiner Gegenwart ist? Dann würde ich nicht mit einem anderen Mann rummachen oder sowas und umgekehrt erwarte ich halt das Gleiche. Ja, ja.
Sie hat den die letzten paar Worte hat sie nicht mitbekommen, hat sich dann irgendwie nicht an ihn rangeschmissen. Mhm. Das hat mich ja nicht weiter gestört. Ich kenne sie, ich kenne ihren Ruf und naja, gut. Und dann ist ja was draus geworden zwischen den beiden? Ist es zum Sex gekommen? Nein. Ja. Es ging halt an dem Folgendes, die beiden haben miteinander getanzt und er hat sie auf der Tanzfläche fast ausgezogen. Das heißt, er hat den Rock hochgeschoben, das Oberteil zur Seite geschoben, hat an ihr rumgefummelt, hat sie geküsst und umarmt. Und aber er wiederum wusste doch, dass du da bist, ne? Mhm. Und er wusste doch auch, das ist doch auch eine Vereinbarung zwischen euch beiden, ne, dass so etwas nicht passieren soll in der Anwesenheit des anderen. Genau. Aber dennoch hat er es getan. Mhm. Erzähl mal weiter. Da fängt bei mir das Problem an. Ich kenne diese Frau, ich kenne ihren Ruf und ich mag diese Frau nicht. Mhm. Und da kam dann bei mir halt erstmal richtig Wut nach oben. Ich war richtig wütend, hab ihm das auch gesagt, hat nicht viel Sinn gehabt, weil er war halt zu dem Zeitpunkt schon recht blau. Ja. Bist du dazwischen gegangen, während er sie da halt ausgezogen? Ich bin nicht dazwischen gegangen, weil ich keine Konfrontation unten hervorrufen wollte, weil wir sowieso schon Stress hatten mit den Securities. Ja. Ich bin dann nach oben gerannt, habe auf ihn gewartet, weil ich genau wusste, er sieht, dass ich gehe und kommt mir hinterher. Mhm. So, das ist jetzt die Problematik, weswegen du auch anrufst. Da fängt es an. Ich habe dann halt gemerkt, bei mir kommt die Wut hoch und nach ein paar Tagen kam dann halt wirklich Eifersucht. Mhm. Dass ich merke, okay, ich weiß, dass er damit umgehen kann, kein Problem damit hat, aber ich merke für meinen Teil, dass ich irgendwie nicht damit umgehen kann, wenn er eine andere Frau hat. Also es geht jetzt gar nicht mehr um diese eine Frau mit dem besagten etwas schlechten Ruf, sondern generell bemerkst du doch Eifersucht bei dem Gedanken, da er macht irgendwas mit einer anderen Frau. Genau. So. Und das ist halt das Problem, weil ich möchte die Beziehung nicht aufgeben, ich möchte die Art, wie wir sie führen, noch nicht aufgeben, weil ich das okay finde. Also stellst du im Prinzip jetzt diese Vereinbarung, die ihr dann vor ein paar Wochen getroffen habt, doch in Frage oder überlegst zumindest darüber, ist das richtig, eine offene Beziehung zu führen? Ja. Ich überlege mir, ob ich das kann und ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie ich diese Eifersucht in den Griff kriegen kann. Also ich muss ja, ich muss mein Erstaunen nochmal zum Ausdruck bringen. Ich kann das verstehen, wenn man vielleicht irgendwie 10 Jahre verheiratet oder 20 Jahre oder 30 Jahre, wenn man sagt, okay, komm, wir machen mal ein paar andere Erfahrungen. Aber wenn man so frisch zusammen ist, finde ich das erstmal ungewöhnlich. Ich will es gar nicht bewerten. Ich sage nur mal, ich finde es ungewöhnlich. Kann das auch nachvollziehen, dass man da nicht so cool mit umgehen kann? Kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen vielleicht wiederum liegt das auch daran, dass ihr noch nicht so ein alt eingefleischtes Ehepaar seid oder Paar seid. Dass ihr doch noch in einer recht jungen Beziehung seid und da er dann Eifersucht aufkommt, vielleicht sogar noch bei dir, weil du noch viel jünger bist, als er es ist. Also er ist nicht eifersüchtig, wenn du mit anderen Männern da was gemacht hast. Ich habe mit ihm drüber geredet, habe ihn gefragt, ob er eifersüchtig ist, auch im Vornherein schon, weil ich habe mich ja mit jemandem verabredet, habe ihm das erzählt, habe mich mit ihm drüber unterhalten, habe halt gefragt, wie ist das, bist du eifersüchtig, wenn ich sowas tue? Der gemeint, ja, natürlich bin ich eifersüchtig, aber nicht in dem Maße, dass ich jetzt sage, ich will das nicht. Mhm. War das denn bei dir, Melanie, nur so eine theoretische Überlegung? Mensch, ich bin erst 19 Jahre alt und ich will auch noch meine Erfahrungen machen. Nicht, dass ich jetzt mit meinem Freund da so lange zusammen bin und irgendwann gefrustet bin. Oder war es wirklich das Bedürfnis, das aktuelle Bedürfnis, ich will jetzt auch noch an andere Männer ran? Es war vor allen Dingen das Bedürfnis, auch mit anderen Männern Sex zu haben. Vor allen Dingen, weil mein Freund arbeitet halt momentan sehr viel. Wir sehen uns nicht sehr viel. Mhm. Außer am Wochenende. Und am Wochenende ist meine Schwester da, ihr Freund ist da, wir sind unterwegs. Mhm. Da ist auch wieder keine Zeit und dafür kommt das Sexleben halt ein bisschen zu kurz. Und das ist was ich sehr genieße, was ich auch wirklich auslebe. Aber das Sexleben mit deinem Freund ist auch gut, wenn es denn passiert? Meistens. Was heißt meistens? Also es ist nicht unbedingt das, was es am Anfang war. Es ist auch nicht das, was ich mir wünsche. Ach so. Es ist manchmal einfach wie 0815 drauf, rein, runter, fertig. Und gut, das muss man ernst nehmen. Wenn das nach so kurzer Zeit schon so eine Bewertung findet, wie du es gerade ausgedrückt hast, muss man das schon sehr ernst nehmen. Was machen wir jetzt? Da ist ein Vertrag geschlossen worden, aber das funktioniert irgendwie nicht richtig. Dennoch, oder wärst du sogar bereit, wieder ganz in die Beziehung zurückzugehen und zu sagen, komm, wir machen das doch jetzt ganz auf klassische Weise, nur monogam wir beide? Wäre das eine Lösung oder bist du damit auch nicht so ganz zufrieden? Ich meine, das habe ich mir auch schon überlegt, weil ich halt wirklich sehr liebe. Mhm. Und weil ich festgestellt habe, nach 1,5 Jahren, wir kennen uns besser als andere Paare, die so lange zusammen sind. Also ich weiß alles über ihn, er weiß alles über das Vertrauen uns blind. Na gut, auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, aufgrund deiner Unzufriedenheit, das muss man ja sehr ernst nehmen, kann man dieses Modell erstmal nicht weiterfahren, sonst macht ihr euch kaputt. Mhm.
wie viele Alternativen gibt es? Es gibt dann eigentlich nur noch diese Alternative, die ich gerade beschrieben habe. Okay, wir gehen wieder in unsere Beziehung zurück. Oder es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Nämlich, dass ihr sagt, wir machen alles nur gemeinsam mit anderen Partnern. Das habe ich mir auch überlegt, ja. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Dann hat man den anderen im Blick. Man kann genau entscheiden, den und den nehmen wir. Vielleicht für eine sexuelle Gruppenaktion. Oder wir gehen in den Club gemeinsam. Aber wir sind immer zusammen. Wir müssen uns nichts vorlügen oder vorspielen. Das wäre doch vielleicht auch noch ein Modell, das mal auszuprobieren. Das war was ich mir auch schon überlegt habe, wo ich dann wieder gezweifelt habe. Kann ich damit umgehen, wenn ich dann sehe, wie er mit einer anderen Frau Sex hat oder auch umgekehrt? Kann er damit umgehen, wenn ich mit einem anderen Mann in Sex gehe? Gut, das muss ja erstmal ausprobiert werden. Dieses eine funktioniert offensichtlich nicht, das erste Modell. Also es funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder wie ich es mir vorgestellt habe. Dann könnte man dieses andere ja erstmal ausprobieren. Wenn ich mich genau erinnere, hast du gerade in einem Nebensatz eine Bemerkung gemacht, aus der ich schließe, dass du auch leicht bisexuell bist. Ja, so, also wunderbar. Dann könnte man ja so eine Gruppengeschichte noch einfacher, also eine Konstellation vielleicht hinkriegen. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Man muss es ausprobieren. Wenn das auch nicht funktioniert, dann müsst ihr euch entscheiden. Entweder wieder in eure klassische Beziehung zurück oder eine Trennung. Eine Trennung und vielleicht auf irgendeiner unverbindlicheren, freundschaftlichen Ebene zusammen zu sein. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ja, das mit der Freundschaftsebene haben wir schon versucht, weil es halt mal vor ein paar Monaten wirklich extrem Stresssituationen gab. Das haben wir versucht, da haben wir beide gemerkt, es funktioniert nicht. Gut, also. Als Freunde können wir nicht miteinander umgehen, auf den Weg gehen können wir uns auch nicht, weil da halt einfach was ist, was uns verbindet. So, da müssen wir da jetzt was draus machen. Jetzt schlage ich vor, Modell in der Gruppe die Sexualität erfahren. Wenn das nicht funktioniert, nochmal versuchen, in die Beziehung zurückzugehen. Wenn das auch nicht funktioniert, dann habt ihr wirklich ein tiefes grundsätzliches Problem und das bedürfte dann einer intensiveren Beratung. Ja, wollen wir es mal so stehen lassen? Melanie, alles Gute für dich und deinen Freund. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir früher im Fernsehen, im WDR-Fernsehen um 23:45, eine Viertelstunde vor Mitternacht und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen, nämlich um 23:45. Wir sind dann im Sender, auf dem Sender nach der Sendung Kanzlerbungalow um 23:45. Alexander, 40 Jahre alt, guten Morgen. Alexander. Alexandra nicht, Alexander. Nein, um Gottes Willen, ich will keine Frau aus dem einen. Alexander, habe ich glaube ich auch gesagt. Ja. 40 Jahre alt. Ja, sonst wäre ich ja mutiert jetzt in der Zwischenzeit. Mein Lieber, um was geht's? Es geht um dich, mein Lieber. Um mich geht es. Ja, und nun bin ich gespannt. Folgendermaßen aus der Sendung vom Montag, da warst du beim Harald Schmidt. Ja. Und da bist du unter anderem auch gefragt worden zu dem Thema Boxen, Promi-Boxen. Promi-Boxen, ja. Kannst dich vielleicht daran erinnern, dass du da noch was zu gesagt Natürlich, hast? Natürlich, ja, ich habe das sehr kritisch betrachtet alles. Richtig, ja. Einerseits. Auf der anderen Seite bist du auch bei einem Promi-Boxen dabei gewesen, und zwar direkt in der ersten Reihe, damals beim Stefan Raab, gegen die Regina Halmich. Halmich, genau, ja. Ja, und stimmt. Das fand ich jetzt insofern ein bisschen verlogen von dir. Ich befürchte fast, dass du so ein heimlicher Promi-Boxen-Gucker bist, der sagt, ja, hier, so nach dem Motto, Wasser predigen und Wein trinken, ja, so ungefähr. Alexander, sehr gut beobachtet. Und eine sehr gute Erinnerung. Das liegt ja schon eine ganze Weile zurück, dieses Boxen, Raab, Halmich. Ja. Ich war in der Tat dort im Zuschauerraum. Ließ sie sich auch nicht leugnen. Es und war vorne, auch in Großaufnahme zu sehen. Und ja. Habe vorne gesessen. Ja, und, in der ersten Reihe. Ja, in der zweiten Reihe, aber egal. Weißt du, dass es seitdem ich das gesehen habe, und ich habe es nur wirklich in einer paar Meter Entfernung gesehen, ja. Seitdem hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gedacht, so kann man das nicht machen und solche Sachen kann man im Fernsehen auch nicht vorführen. Das ist eine Art der Unterhaltung, die wirklich nicht mein Geschmack ist. Ich wusste das vorher nicht und bin einfach so hingegangen, etwas naiv, zugegeben. Man hätte sich das vielleicht vorher auch schon überlegen müssen. Aber nach dieser Sendung und nach dieser Show habe ich meine Meinung wirklich gebildet. Und nun war ja erstmal Ruhe, dann hörten wir eine ganze Weile nichts über dieses Thema. Und dann hat RTL eben diese große Show Promi-Box installiert. Die haben das dann aufgebaut, ja. Ich habe es gesehen, wie das Blut da geflossen ist und
wie die sich die Birnen eingeschlagen haben. Also war das so eine Art quasi Schlüsselerlebnis? Ich kann es dir wirklich sagen. Und du schwörst bei Gott und allem, was der Heilig ist, dass du vorher noch nie einen Boxkampf gesehen hast, ja? Also ja. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu intim. Nee, das ist nicht intim. Ja, im Fernsehen mal, irgendwie so. Aber ich war noch nie bei so einer Veranstaltung dabei. Ja. Und meine Argumentation ist ja, dass man eben als Prominenter oder als Moderator oder weiß ich was, als Schauspieler, die all beim Promi-Boxen mitmachen, eine gewisse Vorbildfunktion hat. Ja. Ne? Das so argumentiere ich ja. Und man schlägt sich nicht sinnlos die Rübe da ein. Und da sinkt natürlich, wie ich das bei Harald Schmidt auch gesagt habe, ist es mir ganz verständlich. Wir beklagen alle, dass es immer mehr Gewalt auf der Straße gibt, in den Schulen und so weiter. Natürlich sinkt die Hemmschwelle. Wenn ich sehe, dass meine Stars sich die Birnen da sinnlos einkloppen, richtig, habe ich auch weniger vielleicht Skrupel, das in meinem Leben dann auch umzusetzen. Naja, und da gerade jüngere Leute, die gucken sich das dann an. Genau. Und die machen das unter Umständen nach, beziehungsweise die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen, die ist ja ohnehin schon... Ja. Das geht ja auch noch weiter, wenn man sich viele Serien, Actionserien anschaut, Spielfilme anschaut, mit welcher Normalität da Brutalität verkauft wird, das finde ich erschreckend. Ja, ja, und auf der anderen Seite regt man sich dann auf, dass irgendwo eine nackte Brust zu sehen ist. Genau. Von einer Frau. Ganz genau. Obwohl da jedes Schulkind fast jeden Tag dran vorbeigeht. Genau. Fast täglich, ne? So, kann man sagen. Aber wie gesagt, das ist mir nur so aufgefallen jetzt da. Ja. Und das mit dem Promi-Boxen im Übrigen finde ich auch nicht gut. Wobei, einmal, ich habe natürlich auch mal kurz reingezappt, wo das beim ersten Mal gesendet wurde und ich das dann auch gesehen habe. Ich habe von einigen Leuten ein bisschen mehr erwartet. Wobei ich mich auch frage, ob das nicht auch so ein bisschen fake ist oder vorher schon abgesprochen, glaube ich nicht. Nicht so schlimm und so weiter, also, wie bei den Wrestlern so ungefähr, nach dem Motto. Also was ich da so aus den Hintergründen höre, aus gut informierten Kreisen, und man hat ja so seine Verbindung, ist da nichts abgesprochen. Und das ist verdammt hart für den einen oder für den anderen. Ja, man denkt sich das. Aber du hast ja vielleicht gesehen, ich habe nur das Bild gesehen von dem Wladimir Klitschko jetzt. Ich meine, das war jetzt kein Promi. Nee, das war in dem Sinne von RTL, sondern gegen diesen Amerikaner. Ja. Den hat es ja wirklich hart erwischt. Ja. Da ist ja wirklich oben die Augenbraue bis auf den Knochen durchgeschlagen worden. Ja, so schlimm ist es bei Promi-Boxen nicht. Ja, nee. Aber ich finde, es ist schon schlimm genug. Ich finde es auch schlimm genug, ja. Mhm. Ich find's auch. Und das ist so eine Zurschaustellung, die ich finde, muss nicht sein. Aber deswegen, ich fand das irgendwie komisch widersprüchlich, deine Aussage, die du da gemacht hast beim Harald. Finde ich nachvollziehbar. Ist gut, dass du angerufen hast. Und wir hab gedacht, das muss ich dir jetzt mal unter die Nase bringen. Ja. Das muss dir man wissen. Das ist sehr gut, dass du angerufen hast. Und wirklich alle Achtung, was dein Gedächtnis anbelangt, das ist doch bestimmt schon 3 Jahre her, ne? Oder... Was denn? Bei Harald Schmidt? Nee, diese Sache da... Heimlich? Ja, genau. Ja, Gedächtnis. Na, ja. Das lässt langsam nach. Nee, also... Ab 40 fängt man an zu verkalken. Und, aber durchaus richtig auf diesen... Und der Stefan hat ja ausdrücklich darauf bestanden, obwohl er ja eine gebrochene Nase hatte, glaube ich schon. Hat er, ja. Dass er da noch weitermacht. Ne? Mhm. Das muss also auch irgendwie so eine tierische Kampfsau sein. Mhm. So, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da war auch nichts gefaked oder so. Nee, hat man aber da deutlicher gesehen, finde ich, als bei diesen Promi-Boxen bei RTL. Da bin ich damals noch hingegangen und habe gedacht, das haben die mit Sicherheit abgesprochen. Mhm. Aber ich weiß jetzt von Kollegen, die da im Hintergrund gearbeitet haben, die haben gesagt, nein, das war wirklich alles genau so, wie wir es gesehen haben. Ja. Alexander, das finde ich gut, dass hätten wir das auch besprochen. Haben wir das besprochen und geklärt auch. Endlich. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Guck mir noch deine Sendung an. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Gute Nacht. Tschüssi. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Faxnummer 0800 220 5051. Tobias, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Jo. Herr Tobias, um was geht's? Oh, verzeih mir, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Es geht um das Thema, ich habe seit 2,5 Jahren Magersucht und seit ungefähr 1 Jahr Panikattacken. Mhm. Magersucht, was heißt das genau? Das fing damit an, dass ich erstmal eine Zeit lang nichts gegessen habe, dann ziemlich runtergehungert bin, ins Krankenhaus gekommen bin. Runtergehungert von wie viel auf? Ungefähr so von 85 auf 70 Kilo. Ja, das geht ja noch. 70 Kilo ist ja noch nicht so schlimm. Ja, aber das ist ziemlich rapide. Also deshalb bist du ins Krankenhaus gekommen, wegen 15 Kilo runter? Ja, also ich habe so ziemlich Null-Diät gemacht und dann auch gar nichts mehr, nichts gegessen, nichts getrunken, gar nichts mehr. Ach so, und hast du einen Zusammenbruch gehabt, oder wie? Ja, kann man so sagen. Ich habe auf dem Bett gelegen und konnte mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Ah, ja, weil. Wie sieht es denn heute aus? Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Jetzt im Moment, also da ich im Moment wieder so eine Durchhängephase habe, würde ich mal sagen, so
63 Kilo. Mhm. Ich meinte mit Magersucht vorhin auch die Frage, was bedeutet das genau? Heißt das, dass du gar nichts isst? Oder heißt das auch, dass du es ab und zu erbrichst? Dann würde man das Ganze ja etwas anders nehmen. Nee, also da habe ich den absoluten Horror vor. Du isst gar nichts. Wie sieht denn so deine Ernährung, bleiben wir mal bei dem heutigen Tag als Beispiel, bei dem vergangenen Tag, was hast du zu dir genommen? Cola. Nur Cola? Cola und ein halbes Marmeladentoast. Den ganzen Tag? Ja. Und hast du ein Hungergefühl? Ja, so ziemlich. Also der Magen rebelliert ganz schön. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ein bisschen mehr gegessen? Gestern, vorgestern oder? Vor einer Woche ungefähr. Und was war das? Was war das? Auch Brot, Snickers. Mhm. Das heißt, du ernährst dich im Prinzip so von eher süßen Sachen. Ja, also in den Phasen dann schon. Also wenn ich dann was esse, wenn ich gar nichts esse, was meistens vorkommt in den Phasen. Mhm. Aber ansonsten dann so Snickers und so. Und sonst, wenn es mir richtig gut geht, dann so ziemlich alles. Döner, Pizza. Ja. Wie lange hält denn jetzt diese aktuelle Magerphase oder Nicht-Ess-Phase, nennen wir das mal so, an? Also die ist jetzt seit genau einer Woche. Mhm. Und vorher und die Woche davor hast du ganz normal gegessen? Ja, zwar auch ein bisschen wenig, zwar erst einen Abend nur eine Pizza und eine Tüte Chips oder so. Aber ja, das finde ich ungewöhnlich. Also ich kenne das so von Magersüchtigen oder Essgestörten eigentlich, dass sie dann wirklich permanent sehr wenig essen. Höchstens mal ein paar Blatt Salat und Apfel und so. Aber dass sie dann zwischendurch Phasen haben, wo sie ganz normal essen, ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, sage ich mal so. Naja, also vorhin im Vorgespräch wurde ich auch schon gefragt, also ob ich auch so Fressattacken habe, so was sie hier so alles aufeinander treffen, so Kartoffelsalat und Negerküsse und alles, aber habe ich auch nicht. Wahrscheinlich bist du deshalb auch noch immer noch von einem recht guten Gewicht von 63 Kilo, weil du zwischendurch dieses normale Essen hast. Wenn du immer nur Cola und Süßes essen würdest, oder das bisschen Süße, wärst du wahrscheinlich schon viel dünner. Ja. Also ist es Cola Light, was du trinkst? Oder? Nee. Cola Light schmeckt doch nicht. Naja gut, aber manch ein Magersüchtiger ist so kalorienpanisch, dass er dann halt darauf achtet. Was ist es denn letztendlich? Hast du Angst vor dem Dickerwerden? Nee, das nicht. Das Komische ist ja, wenn ich mich im Spiegel sehe und dann die Rippen gucken schon raus und die Hüftknochen und so, ich finde das absolut eklig. Mhm. Sieht aus wie ein Hähnchenknochen. Mhm. Ich finde das absolut eklig, nur ich habe Angst vorm Essen. Ja. Sozusagen. Kannst du das näher erklären, warum du Angst vorm Essen hast? Ja, also eigentlich esse ich schon gerne, nur wenn ich was gegessen habe, dann habe ich das Gefühl im Magen, dass es wieder hochkommt. Mhm. Aber wenn du deine guten Phasen hast, Stichwort Pizza oder Döner, dann ist es ganz normal. Dann ist es ganz normal. Dann esse ich, dann drückt es vielleicht ein bisschen oder so und dann eine halbe Stunde später ist wieder gut. Und du isst es mit Appetit und es ist alles wunderbar, ganz normal. Ja, da kann ich mir gerade eine Pizza bestellt haben, eine halbe Stunde später esse ich eine Packung Schokolade, stört mich überhaupt nicht. Wechseln diese Phasen schlagartig? Kann es sein, dass du bis gestern normal isst und dann heute anfängst nur wieder Cola zu trinken? Ja. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich bin magersüchtig so und so lange und habe auch seit einiger Zeit Angstattacken. Ja. Was genau meinst du mit den Angstattacken? Beschreib mal. Also das bedeutet, wenn ich vor die Tür gehe oder sagen wir mal vor der Tür geht noch, so 100 Meter im Umkreis von der Wohnung geht's noch, aber wenn ich weiter weg will oder insbesondere Auto fahren und sowas, da kriege ich das Gefühl auch, dass es mir hochkommt, dass ich umkippe und kriege die absolute Panik. Mhm. Und dann renne ich schnell wieder rein. Also das Refugium ist dann die Wohnung, das ist die Sicherheit, das Zimmer. Ja, das ist sozusagen, my home is my castle. Ja. Hast du eine eigene Wohnung oder lebst du bei deinen Eltern noch? Nee, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ach so. Mhm. Wie geht deine Freundin damit um? Am Anfang ging es noch, da hat sie noch so ziemlich die Nerven dafür gehabt, aber weil ich das jetzt seit 2,5 Jahren habe und wir seit 2 Jahren jetzt zusammen sind, also sie macht das von Anfang an schon mit und jetzt... Also die ganze Zeit quasi, ne? Und jetzt mittlerweile zerrt es doch ganz schön an der Beziehung. Mhm. Also ich muss mir, deswegen rufe ich auch bei dir an, ich muss mir langsam was einfallen lassen, ansonsten gebe ich der Beziehung vielleicht noch ein halbes Jahr und dann war's das. Ja, was machst du beruflich? Ich mache im Moment gar nichts. Ich habe Schule gemacht, dann habe ich noch Volkshochschule gemacht, aber weil ich dann eben ins Krankenhaus musste, wegen hatte ich das dann
Zusammenbruchs, von dem du gerade gesprochen hast. Wie lange warst du da im Krankenhaus? 4 Wochen. 4 Wochen, so lange? Ja, ich wäre wahrscheinlich auch noch länger drin geblieben, aber da die meinten, also ich war ein bisschen pumpig zu denen und so, und da meinten die, körperlich kann dir nichts passieren. Mhm. Also zusammenklappen wirst du nicht und so, also können wir dich auch vor der Tür setzen. Mhm. War das auch eine psychologische Betreuung dort oder war das ein normales Krankenhaus? Das war ein Kinderkrankenhaus. Ein Kinderkrankenhaus? Warum hat man dich in ein Kinderkrankenhaus geschickt? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also mein Vater hat den Krankenwagen gerufen und die haben mich dann ins Kinderkrankenhaus gebracht. Und bist aber eigentlich nur normal medizinisch betreut worden? Da war kein Psychologe bei dir? Doch, es war ein Psychologe da, aber man muss zu einem Psychologen auch Vertrauen haben. Mhm. Und den hätte ich am liebsten, naja. Verstehe. Als es damals vor 2 Jahren angefangen hat, war da irgendwas? Kannst du dich daran erinnern? Gab es da ein Ereignis? Oder also kam das von heute auf morgen? Bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, ein paar Wochen vorher, da war ein Punkt. Ich war mit meiner Freundin in der Stadt, weil da waren die Marktgänger und so. Und da ging es mir auf einmal saubeschissen. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich muss kotzen und kippe um und weiß ich was alles. Mhm. Und ab dem Punkt dann habe ich nichts mehr gegessen. Da hattest du sie auch gerade frisch kennengelernt, ne? Wenn ich nochmal richtig nachrechne. Ja, da kannten wir uns 2 Monate. Ja, ja. Ich sag jetzt mal was ganz, ganz Blödes so aus der psychologischen Dampfküche. Kann es sein, dass es irgendwas zu tun hat mit der Beziehung, dass du nicht zufrieden bist in der Beziehung? Eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Also sonst, wenn ich mit der Beziehung nicht zufrieden wäre, dann hätte ich mich auch schon getrennt. Nur naja, manchmal passieren ja Dinge im tieferen Unterbewusstsein, was einem selbst gar nicht so ganz klar ist und der Körper und die Seele reagiert auf dubiose Weise. Es gibt es ja auch alles. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter im Nebel stochern. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich müsste mich ja, dann wäre es ja so, dass wenn sie nicht da ist, müsste ich mich gut fühlen und wenn sie da ist, müsste ich mich schlecht fühlen. Ja, ja, und das ist genau umgekehrt. Ja, ja. Habt ihr eine gute Sexualität miteinander? Eigentlich schon. Ja. Im Moment, also am Anfang ist klar, da ist wenn es noch frisch ist und so, aber jetzt nach 2 Jahren und so und auch mit der Arbeit und so, dann nimmt es ab, aber, ja. Aber ich würde sagen, ist normal. Ja. Du machst im Moment nichts, hast aber einen Schulabschluss gemacht? Nee. Auch nicht? Ach so. Nee, wollte ich machen, aber da ich dann im Krankenhaus war und so, konnte ich ihn nicht fertig machen. Mhm. Also ist die Situation ja generell etwas bedrückend, ne? Du bist irgendwie seelisch, körperlich nicht richtig auf dem Dampfer, auf der Höhe. Es läuft so mit dem normalen Leben auch nicht so dolle. Nee. Ne? Was wäre denn eigentlich dein Wunsch, dein Traum? Möchtest du gerne einen Schulabschluss nachmachen und eine Lehre vielleicht irgendwann anfangen? Oder was ist deine Planung, wenn es dir körperlich besser geht? Wenn es mir körperlich besser geht, also Ich wollte ihr schon einen Heiratsantrag machen, aber sie hat gesagt, solange ich das habe und solange ich das nicht richtig unter Kontrolle habe und in Behandlung bin, wird sie Nein sagen. Gut, also vom Heiraten kann man ja auch nicht alleine leben. Ich meinte es jetzt bezogen so auf berufliche Sachen. Achso, ich dachte, du meinst das allgemein. Nee, nee. Beruflich würde ich mich vielleicht einen Schulabschluss nachmachen, wenn nicht, dann eine Lehre und selbstständig machen. Ja. So, Tobias, jetzt appelliere ich wirklich ganz, ganz, ganz stark an deinen Willen und an deine Disziplin. Und deine Freundin hat ja letztendlich auch recht. Du hast eine schlechte Erfahrung mit dem Psychologen im Krankenhaus gemacht. Das kann halt passieren. Es gibt halt bei Psychologen genauso so Deppen wie in jedem anderen Beruf auch. Ja, ich hab das auch schon von der Krankenkasse gehört. Also einen Psychologen kannst du hingehen, wenn er dir nicht gefällt, suchst du dir so lange den nächsten, bis er einer genauso, dir gefällt. Ganz genau. Und du musst in therapeutische Hände. Da ist irgendwas wirklich grundsätzlich mit dir nicht in Ordnung. Das kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen, weil ich kein Psychologe bin und auch natürlich nie eine Ferndiagnose machen würde wollen. Nur das Problem ist, sag mir mal einen Psychologen, der zu dir nach Hause kommt, weil ich kann ja nicht hinfahren. Weil ich hab auch schon überlegt und deswegen habe ich auch angerufen, weil du hast ja ein gutes Händchen allgemein. Also diese Angstattacken sind so stark, dass du wirklich fast nur noch im Haus lebst zurzeit? Ja, sozusagen. Und deswegen rufe ich auch an, weil... Ich habe das gerade so verstanden, dass es nur ab und zu mal so ist und du dann wieder zurück. Es ist permanent so. Das heißt, du hast Angst, aus dem Haus zu gehen.
Das ist in der Tat ein großes Problem, will ich dir sagen. Für Leute, die im Haus sitzen, eine Phobie haben, eine Angstpsychose haben und eigentlich in dringende Behandlung müssen. Mhm. Da würde ich dich, das ist jetzt sehr speziell und da gibt es auch Lösungsmodelle, da würde ich dich jetzt gerne mit meinem Psychologen verbinden. Das heißt, ich höre daraus, wenn dieses Problem irgendwie gelöst würde, dann wärst du bereit, dich auch behandeln zu lassen. Ja, also sobald, ich wäre auch schon längst in Behandlung, wenn, ja. wenn ich normal raus könnte und diese Angst ja. weg wäre. Ja. Ich sag mir auch immer, du bildest dir das nur ein, ja. aber davon geht es auch nicht weg. Nee, davon geht es nicht weg, das hilft nicht. So, wir machen das jetzt, jetzt gibt es ein Gespräch mit dem Fachmann, mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Jo. Und ihr werdet jetzt eine Lösung suchen und ich hoffe, dass ihr eine finden werdet. Und dann würde ich dir wirklich von Herzen wünschen, dass du in eine gute Therapie kommst und man dir wird helfen können. Ich will es hoffen. Lieber Tobias, alles Gute und alles Liebe von mir. Danke. Auf Wiederhören. Ciao. Uwe, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Jürgen, grüß dich. Ja, hallo Uwe. Aber das stimmt nicht ganz. 44 fast. Wisst ihr, meine Kollegen haben einen jungen, knackigen Mann aus dir gemacht. Danke. Danke für die Blumen. Das wirst du jetzt mit 44 auch noch sein. Ja. Sag ich mal so. So, um was geht's denn, Uwe? Ja, also ich wende mich jetzt an dich, an die Redaktion. Ich habe einen unheimlichen Nachholbedarf. Ich habe mein Leben lang, und das sind jetzt 44 Jahre, 43 Jahre, quasi etwas verheimlicht allen Menschen gegenüber. Also ich trage wahnsinnig gerne Nylonstrümpfe. So, ich dachte, war ich schon ganz aufgeregt. Ich denke, was wird jetzt Spektakuläres kommen? Das ist doch spektakulär. Ja, aber nicht so ganz schlimm. Ich dachte, ich war schon ganz in Sorge, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes kommt. Ja. Ja, spektakulär ist es natürlich, ja, ja. Also spektakulär ist es für mich in jeder Weise, dass ich jetzt irgendwann auch dahinter gekommen bin, dass ich irgendwie mal aus dem Quark kommen muss und ich kann nicht immer nur auf Versteck spielen. Und also du das hast... will ich jetzt, das habe ich vor einem Jahr beschlossen, dass ich das mehr oder weniger mal beende. Bravo, das heißt, das ist eine richtig, richtig wichtige Sache jetzt, dieses Gespräch auch für dich. Ja, ich habe schon ein paar Gespräche hinter mir, aber mit unterschiedlichem Erfolg. Also ich bin da bei manchen schwer aufgelaufen und ich habe mich allerdings meistens nur an Gespräche mit Frauen gewagt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das ist. So, jetzt lass mich mal von unten auf ein bisschen fragen. Du stehst auf Nylonstrümpfe. Ja. Auf Frauen Nylonstrumpfhosen wahrscheinlich, ne? Oder ja sowas. Schon ganz lange. Ja, das hat angefangen, in welchem Alter? Weiß ich nicht, ich war klein. Da ging das schon los. Pubertät oder noch früher? Noch früher. Noch früher. Hast du von der Mama die Strümpfe angezogen? Ja. Und hast gedacht, wow, geil, oder? So habe ich mit Sicherheit noch nicht gedacht. Nee, in der Zeit denkt man das noch nicht so. Aber es hat dir irgendwie ein wohliges Gefühl gemacht. Klar. Und dieses wohlige Gefühl ging später dann über in ein erotisches Gefühl. Sowohl als auch. In ein autoerotisches Gefühl. Ja. Wie oft trägst du Nylons, Damen-Strumpfhosen? Also für mich hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Und, also fast immer, kann man sagen. Fast immer, jetzt im Moment auch? Nee, jetzt gerade nicht, aber... Ja. Das heißt, darf ich mal fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin kaufmännischer Angestellter. Das heißt, du ziehst zur Arbeit die Dinger auch drunter, unter die Hose? Ja, richtig. Aber deine Socken auch noch, damit man das nicht sehen kann. Ja, richtig. Du musst aber aufpassen beim Setzen, beim Hinsetzen, dass die Hose nicht mehr hochrutscht und die Leute es sehen, oder? Also im Laufe der Jahre habe ich das schon gelernt, damit umzugehen. Also das funktioniert. Ja. Ziehst du dann auch noch eine Herrenunterhose auch noch drunter? Oder trägst du die ganze auf der nackten Haut, die Dinger? Nee, das nicht. Nee, schon Unterhose. Unterhose auch noch drunter? Ja, klar. Mhm. Das heißt, du bist in einer permanenten erotischen Stimmung, oder wie? Sagen wir mal so, ich bin jetzt vorsichtig mit dem Begriff zu sagen, das ist normal für mich, aber normal ist es ja nicht. Normal ist das nicht, sonst hätte ich ja nicht dieses Erlebnis dabei auch. Ne? Ja, aber es hat immer was mit Erotik zu tun. Natürlich. Auch wenn du es immer anhast. Mhm. Ja, immer heißt, also die Jahre hindurch natürlich, nee, ich habe mehrere längere Partnerschaften hinter mir. Mhm. Und da hast du es auch verheimlicht. Ja, leider. Mhm. Und das ist,
Das hat dazu geführt, dass das schwer an meine Substanz und mein Selbstbewusstsein gegangen ist. Warum? Bitte? Warum? Weil du es verheimlicht hast und du dir blöd dabei vorkommst. Ja, das geht so einher mit Verlust von Selbstwertgefühl teilweise. Und irgendwann habe ich mal den Mut gefasst. Und ich habe mal wirklich eine sehr, sehr nette Frau getroffen. Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich mal offenbart. Das Gefühl, der kann man nicht sagen. Mhm. Und im Laufe der Jahre kriegt man vielleicht auch eine Antenne dafür. Ne? Ja. Und wie hat die reagiert? Die hat mir dann auch so ein bisschen den Kopf gewaschen und dann ich habe dann daraufhin eine andere Frau kennengelernt. Moment, was mit der ich dann so partnerschaftlich. Nee, stopp, was heißt Kopf gewaschen? Fand die das blöd oder wie? Nein, im Gegenteil. Die sagt, also, du darfst alles, ne? Das ist alles nicht verboten, ne? Du lebst nur einmal und. Und im Kopf gewaschen in der Hinsicht, dass sie sagt, der Mensch, lebe es aus und zeig's nach außen. Na klar, also, hier. Ja. Du darfst alles. Aber du hast gerade auch noch gesagt, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast beim... Klar. Und was waren das für Erfahrungen? Zum Beispiel habe ich eine Partnerin deswegen verloren. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann es ihr sagen. Ne? Mhm. Und die wollte dann mit mir den Kontakt nicht mehr. Oder die hat sich also vollkommen zurückgezogen. Mhm. Ich weiß heute noch nicht, warum. Also die wird das unangenehm finden. Es gibt, ne? Die wird das vielleicht befremden oder die wird das vielleicht eklig finden oder weiß ich was. Ja, nehme ich mal an. Ja. Hast du im Moment eine Freundin? Jetzt gerade nicht, ne. Nee. Aber die letzte Freundin, wusste die davon? Ja, klar. Die wusste das. Und die ist damit gut umgegangen oder war das die dich verlassen hat? Nein. Also danach habe ich gedacht, auf Deutsch gesagt, was ein Scheiß. Ne? Ich kann das doch jetzt nicht alles so lassen. Ne? Mhm. Jetzt habe ich damit angefangen. Ne? Mhm. Und ich habe wirklich einen unheimlichen Nachholbedarf. Mhm. Ich habe immer nur geschwiegen, ich habe alles immer nur verdrängt. Und ich habe jetzt so ein Verlangen danach, das irgendwie rauszulassen. Habe auf der anderen Seite aber doch Angst. Mhm. Angst vor allen möglichen Sachen. Also Angst wegen Arbeitsplatz und... Ach so, dass das da auch irgendwie rauskäme und du dann blamiert bist. Ja, und dann andere mich auch schnappen lassen, deswegen, ne? Schnappen lassen? Ja klar, also du landest nicht bei allen gut, ne? Mhm. Nochmal auf die letzte Freundin zurückzukommen. War das bei der im grünen Bereich alles damit? Da war das absolut okay. Ja. Habt ihr das dann auch mit einbezogen so in eure Sexualität? Ja, auch. Das heißt, ihr lag da auch schon mal nebeneinander und du in der Damenstrumpfhose und sie nackt und man hat dann seinen Spaß irgendwie gemacht. Ist das für dich eine ganz besonders tolle Sache, dass du das eben dann auch in die Sexualität mit deiner Partnerin mit einbauen kannst? Das war schon ein Kick, war das, klar. Mhm. Ja. Stehst du denn bei Frauen auch drauf? Findest du das auch sehr geil, wenn Frauen die Leben haben? Ja. Mhm. Ja, klar. Ja. Aber komischerweise begrenzt sich das wirklich nur darauf, also so den anderen Kram, die anderen Frauenklamotten, alles im Haus probiert, aber eigentlich begrenzt sich das nur auf die Nylons. Nur auf die Nylons. Müssen die eine bestimmte Farbe haben? Nee. Hm. Geht alles? Ja, klar. Mit Naht, ohne Naht? Was ist also? Du bist der Fachmann. Du weißt, was es da so alles gibt. Klar, also im Laufe der Jahre hat man so alles mal ausprobiert. Schämst du dich eigentlich, wenn du die kaufst, die Dinger? Hab mich immer geschämt, klar. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich gute Tage, ne? Da bin ich sowas von cool, dann gehe ich in ein Kaufhaus rein und dann sage ich, wenn ich gefragt werde, welche Größe hat denn ihre Frau? Ich sage, nein, ist für mich. Ehrlich, das ist aber schon sehr mutig. Ja, das ist aber verdammt mutig. Und die Verkäuferin, was sagen die dann? Das ist auch unterschiedlich, denn die gucken entweder fürchterlich drein oder gehen wirklich gut damit um. Ja, ja. Aber ich finde, Uwe, dass du da auf einem perfekten Weg bist, wirklich diese Leidenschaft, die du da hast, die Affinität so gut nach außen zu kehren. Du sagst das, wenn du gut drauf bist, den Verkäuferinnen, du rufst hier im Radio und Fernsehen an, erzählst darüber. Du hast es deinen Frauen schon erzählt, wenn auch nicht immer mit guten Erfahrungen. Aber ist doch schon mal toll alles, letztendlich läuft es doch gut. Ja, wenn da nicht immer wieder auch die negativen Erfahrungen gut, dabei wären. Gut, muss man vielleicht mit leben, wenn man ein bisschen ungewöhnlicher gestrickt ist, dass man natürlich auch immer wieder auf Menschen trifft, die einen blöd finden oder die das ablehnen. Das ist halt so. Aber letztendlich finde ich, um es nochmal zu unterstreichen, dass du wirklich nicht großartig pervers oder schlimm oder so etwas, mein Gott, es wird wahrscheinlich auch sehr viele Männer geben, die darauf stehen und die Spaß an solchen Sachen haben.
Was soll's? Ja, bin ich von überzeugt. Ja, ich find's wirklich nicht schlimm. Mein lieber Gott, also, wenn es dein Ding ist und dein Spaß bedeutet, warum nicht? Hast du denn noch das Gefühl, dass man das auch wirklich nach außen hin ausleben könnte? Ja, du musst ja nicht mit einem Plakat durch die Stadt laufen, ich stehe auf Nylons. Nein, nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, dass ich das irgendwie als nichts Besonderes irgendwo mal akzeptieren kann für mich und dass ich das irgendwie, dass ich da nicht noch dicke Socken drüber ziehen muss. Finde ich auch. Du musst natürlich aufpassen, nicht, dass du irgendeinen Nachteil erfährst, beispielsweise bei deiner Arbeit. Da würde ich das schon weiter verschleiern und kaschieren. Klar. Ne? Aber sonst im Privatleben, warum nicht? Warum nicht? Mach's doch. Das musst du natürlich auch aushalten. Du musst natürlich immer damit rechnen, dass du auf blöde Kommentare stößt. Das musst du abwägen. Will ich das? Fließt das an mir ab? Ist mir das egal? Letztendlich, wenn du da stark genug für bist und du deinen Spaß hast, das in der Freizeit nach außen mehr zu kehren, ja, mach es, klar. Tja. Uwe. Mann. Jo, warum sagen alle dumm, ja? Ach, das hat sich so ergeben, aber das hat nichts mit dieser Sendung zu tun. Das war früher schon in der Schule, da haben viele Domian zu mir gesagt. Liegt daran, dass der Name auch so, es gibt auch so einen Vornamen, der so ähnlich klingt. Aha. Demian, Damian und so. So, mein Lieber. Ja. Also, nochmal, ich finde das völlig okay, was du da machst und geh da ruhig offensiv mit um. Tut dir gut, habe ich den Eindruck. Ja, also ich habe viel an Selbstbewusstsein zurückgewonnen. Ja, das ist wichtig. Wichtiges Argument. Aber ist schon verdammt dornig. Also das ist nicht der leichteste Weg, wenn ich ehrlich bin. Ist klar, aber wirklich, es gibt sexuelle Affinitäten, die viel komplizierter sind und die auch zwiespältiger zu beurteilen sind. Ich tue ja auch keinen weh, ne? Bitte? Ich tue ja keinen weh damit. Niemand. Ja, und du unterstützt noch unsere Wirtschaft, indem du immer fleißig die Darmstunden verkaufst. So, Uwe, alles Gute. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüss. Doris. Hallo, Doris, 42. Stimmt, jo. Ne? Stimmt. So, über was unterhalten wir uns, Doris? Ich habe seit über 6 Jahren ein Problem. Und zwar, ich bin ohne Liebe groß geworden. Und habe 2 gescheiterte Ehen hinter mir. Mein jetziger Mann, als ich den kennengelernt habe, er war für mich eigentlich das Vollkommene. Mhm. Er hat mir das gegeben, was ich vorher nie gehabt habe. Mhm. Er ließ mich so, wie ich bin. Er hat mich nicht versucht zu verändern. Und am Anfang war das alles wunderbar. Ich habe die Zärtlichkeiten bekommen. Ich lege auch sehr viel Wert auf das Küssen. Das gehört bei mir dazu. Mhm. Das Knutschen. Mhm. Wie der Zungenkuss zum Beispiel. Mhm. Und nach circa 10 Wochen hat es aufgehört. Ach, ich habe eine Zeit lang nichts gesagt. Also von seiner Seite aus hat es aufgehört? Nein, von seiner. Von seiner? Ja. Mhm, ja. Ich habe eine Zeit lang zugeguckt, habe nichts gesagt. Mhm. Irgendwann hat mich das gequält. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Ich habe ihn angesprochen. Ich würde mir das nur einbilden. Mhm. Und so hat sich das über die Jahre immer wieder, dann hat es Streitigkeiten gegeben durch das. Wir sind also ziemlich angespannt im Berufsleben, beide. Mhm. Mhm. Und für mich ist einfach wichtig, wenn mein Partner mich dann in den Arm nimmt und mich drückt, das gibt mir wieder Kraft. Ja, ja. Für eine neue, der Motor läuft wieder an. Ja. So sehe ich das. Ja. Und jetzt war es kürzlich so weit, dass unsere Ehe am Zerbrechen war. Aus diesen Gründen. Ja. Weil ich darunter leide. Erklärt er das denn, warum das so ist? Er weiß es nicht. Das heißt, ihr redet schon viel darüber oder offen darüber? Wir reden eigentlich über alles offen, aber er schiebt eine Schranke vor. Mhm. Er sagt, er weiß nicht, warum das so ist. Und es war jetzt kürzlich so, ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt. Es war halt, wir haben uns nur durch Briefe, wir haben uns durch Worte sehr viel wehgetan. Und er sagt, es hätte müssen vielleicht früher so passieren, dass ich so extrem reagiere, weil ich habe ihm zu verstehen gegeben, wenn ich es von ihm nicht bekomme, hole ich es mir woanders. Ja gut, aber wenn du einen Selbstmordversuch machst, hat das ja noch eine andere Ebene wieder. Er sagt, ich habe mich verändert. Ich meine, da setzt du ihn natürlich auch
unter extremem Druck, ne? Mit so einem Nach 6,5 Jahren? Nein. Was war der Grund des Selbstmordversuches? Einfach, dass er das Verständnis nicht hatte. Oder ich das Gefühl hatte. So, der letzte Brief. Deshalb bringt man sich nicht um. Ja, ich weiß, es war ein Fehler. So. Und so darf man auch nicht mit einem Partner umgehen und auch ihn so unter Druck setzen. Ich verstehe dich völlig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da wirklich sehr, sehr mürbe wird und traurig wird. Aber das ist eine Überreaktion gewesen. Aber wenn ich 6,5 Jahre immer wieder versuche, nach Monaten ihn anzusprechen, warum? Sag mir, warum das so ist. Ja. Dann rechtfertigt das immer noch nicht, dass man versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja, das war ich. Es war auch ein Fehler, das gebe ich zu. Das würde mir auch nicht mehr passieren. Ist es denn schon, war es sehr ernst? Was hast du gemacht? Der Selbstmordversuch. Ja. Ich habe Tabletten genommen. Und wie lange lagst du, ohne dass Hilfe kam? Er hatte, Gott sei Dank, wir hatten vorgehabt an diesem Abend ein Gespräch unter vier Augen. Mhm. Und ich hatte vielleicht eine halbe Stunde vorher die Tabletten genommen und er hat dann per Handy angerufen, jetzt könnten wir reden. Mhm. Und durch das wurde ich dann runtergeholt, also ins Lokal. Mhm. Und dann ging halt das mit dem Brechreiz los. Ja, ich habe dann die ganze Nacht durchgebrochen. Ja, und da kam das alles raus. Hat er sich denn nach diesem Vorkommnis verändert? Wir haben darüber gesprochen und er sagt mir, ich soll ihm helfen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. So, nun hört sich das ja wirklich sehr verfahren an bei euch, die Situation. Ja, die ist auch ziemlich. Ja? Du bist völlig unzufrieden und unglücklich. Er sagt zu dir, du sollst ihm helfen. Ja, aber ich weiß nicht, wie. Und mir erscheint fast so, dass es der Mann auch selbst nicht so richtig weiß, was mit ihm los ist. Kann das sein? Ja, er weiß die Ursache selbst nicht. Er hat Angst, also er hat mir nur einmal gesagt, er hat Angst, jetzt im letzten Gespräch, er hat Angst, abgelehnt zu werden. Ja. Aber ich habe ihn noch nie, ich liebe ihn über alles, er mich auch. Und du glaubst ihm auch, dass er nicht irgendwie, ich sag jetzt mal das Extrem, dass er eine andere Freundin hat, nämlich. Nee, auf keinen Fall. Das heißt, es ist richtig verhakt ineinander. Da sind zwei Leute, die haben zusammen ein Problem, aber die haben für sich alleine wahrscheinlich auch viele Probleme, die gar nicht so richtig klar sind, die den beiden Personen im Einzelnen auch noch nicht so richtig klar sind. Das schreit ja geradezu danach, dass ihr nach draußen gehen müsst. Er geht nicht. Hast du es ihm vorgeschlagen? Ja. Warum geht er nicht? Warum will er nicht? Er sagt, er braucht keinen Psychologen oder Therapeuten. Aber es funktioniert ja nicht bei euch. Es funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und er sagt zu dir, er bittet dich ja, hilf mir. Ja. Und so und du kannst ja nur sagen, ich weiß es auch nicht. Ich möchte ihm ja gern helfen, aber ich weiß nicht wie. So, das ist doch das Wort. Daraus folgert man ja auch. Ich weiß es auch nicht, lieber Mann. Lass uns zusammen zu einem Menschen gehen, der uns vielleicht helfen kann. Vielleicht. Wir haben doch nichts zu verlieren. Mir liegt viel an unserer Ehe. Ihm liegt viel. Mir auch. Dir auch. Sehr viel. So. Und ihm auch? Ja, sehr viel. Sehr viel. Das er liebt mich über alles. So. Er wird für mich alles tun. Ja, er schreibt mir ja auch. Moment. Er würde für dich alles tun. Sagt er, ja. So, dann soll er auch mit dir zu einer Eheberatung gehen. Und da weigert er sich halt. Ja, das muss er dir aber richtig erklären. Wenn er für dich alles tun will, wenn ihm die Ehe wert ist, das sage ich hier so oft in der Sendung. Mein Gott nochmal, was hat man denn zu verlieren? Ja, man setzt sich da hin und redet mal mit dem Mann oder mit der Frau. So, und wenn man das Glück hat, ist man an einen guten Typ gestoßen und man kann wirklich durch eine neutrale Person eher das so entfusseln und entknäulen. Das ist auch das Problem. Er öffnet sich keine Menschen. Er spricht auch mit niemandem über seine Probleme. Wie alt ist er? 11 Jahre älter als ich. 11 Jahre älter, 53. Ja. Ja, na okay. Aber das musst du ihm einfach klar machen. Wenn ihr beide eine Zukunft haben wollt, mit eurer Ehe und eurer Liebe, die euch eigentlich sehr wichtig ist, dann muss er verdammt nochmal auch noch mit seinen 53 Jahren, was ja kein Alter ist, nochmal den Hintern hochkriegen und auch was in die Waagschale werfen. Mhm. Ihr lauft ja im eigenen Saft jetzt schon so lange hin und her und es funktioniert nichts. Ja, weil ich immer wieder die Hoffnung gehabt habe. Aber es wird nicht. Es wird nicht. Und das musst du ihm klar machen, dass er da mal auch über seinen Schatten springen muss, Mensch. Für die Ehe, für dich, für die Liebe. Ich habe ihm versucht klarzumachen, wenn es
sich nicht ändert, darf ich mich von ihm trennen. So, aber ich gehe kaputt dran. Ja, das verstehe ich auch. Das musst du ihm auch nochmal so klar machen. Und Doris, die Sendung ist gleich vorbei. Noch einen Tipp zum Schluss. Wenn er sich wirklich permanent und massiv wehrt, in eine Eheberatung zu gehen, dann geh alleine. Dann geh mal alleine hin. Ich habe damit keine Probleme. So, das wird für dich auch schon ein Impuls sein und vielleicht kommt dadurch was bei ihm in die Gänge. Dann geh alleine hin, aber unternimm was. Geh raus aus diesem Beziehungsgeflecht, weil ihr dreht euch nur im Kreis wie ein Hamster im Rad. Ich muss leider Schluss machen, Doris. Ja, okay. Alles Gute. Danke ebenso. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir früher da im WDR Fernsehen, nämlich um 11:45. Nach der Sendung Kanzlerbungalow und ab 11:15 könnt ihr uns anrufen. Wir haben eine freie Themennacht und jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Ciao.